Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen spannenden Aufgabe. Ne, Aufnahme, nicht Aufgabe. Aufgaben haben wir genug. Ja. Aufnahmen auch. Und es handelt sich um Starbound. Oh. Ja, zurzeit haben wir die Aufgabe, die selbst auferlegte Aufgabe, hier Benzin einzusammeln. Jo, und wir können ja mal kurz gucken. Also, ich habe nicht so viel. Ne, ich habe nicht so viel. Ich habe noch nicht mein Stack voll. Ja. 843. Bin zufrieden. Ist noch nicht voll getankt, aber ich fliege ja sowieso immer bei dir mit. Per Anhalter durch die Galaxis. Wup, wup. 1000 braucht man, um das Raumschiff voll zu machen, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Aber wozu braucht man das schon? Naja, ich sag mal so Sprit. Ja, vor allem im, das brauchst du ja wirklich nur, um über die Systemgrenzen hinaus zu fliegen. Ja. Von daher. Außer wenn nachher irgendwie ein Auftrag kommt, dass der Mann ganz weit weg musste. Ja, das stimmt. Aber hier gibt es ja zum Glück auch echt genug von dem Zeug. Also ich habe jetzt ein Stack und 139. Sehr gut. Oh, ich bin da oben gegangen. Oh. Ah, ich bin einen riesigen Vorrat gefallen. Muss ich mal gucken. Ich habe jetzt, wie viel? 900. 139. Gucken, wie viel ich habe, wenn dieses Loch leer ist. Ich habe den Server kaputt gemacht. Schon wieder? Ja, dachte ich. Aber jetzt geht's weiter. So. Was wollte ich denn jetzt? Ja, mich hinlegen, genau, das wollte ich machen. Kennst du die Folge von Simpsons, wo Homer am Tanken ist und dann von 999 Dollar 99 die Drehscheibe der Tankanzeige sich wieder auf Null dreht und er sagt, juhu, free gas, was auch immer. So. Ups. Ach, hier war ich schon. Wir hätten hier schon abgepumpt. Ja, cool, das Loch ist leer. 500 war in dem einen Loch drin. Ich habe jetzt 1400. 80. Hat sich gelohnt. Okay. Hat sich das schon einer runtergebuddelt? Hast du dich das schon runtergebuddelt? Was? Verleumdung. So. Ich habe jetzt 1000 Fuel in meinem Tank. Cool. Und habe keinen davon verschwendet. Okay, gut, oh. Dann kommt das nochmal in irgendeine Truhe. Ja, zum Beispiel in die hier. Achso, das Campfire ist noch da, das ist gut. Dann gucken wir uns nochmal das hier an. Das kann in Müll, das kann in Müll, das kann in Müll, das kann in Müll, das nicht. Was haben wir hier noch? Boah. Plutoniumohre, warte mal, dann könnte man ja eigentlich mal ein Plutoniumrod machen, wa? It's a Plutoniumrod. Ich weiß gar nicht, wofür man das braucht. Keine Ahnung. Ah, ja, auch nicht. Nicht als Rod.
Kraft später für irgendeine Rüstung. Ja, wahrscheinlich. Das System wird es wohl immer noch geben in den ganzen Rüstungen. Das stimmt. So, warte mal, wir haben doch... Was war denn das letzte, was wir... Ne, das war hier die Metal Workstation, ne? Ach stimmt! Steel! Hm? Aber das haben wir ja schon gebaut. Und dann kommt Titanium. Ja, okay. Also wir müssen jetzt quasi gucken, dass wir an Titanium kommen. Ja. Ach, hier sind ja schon Fackeln. Wie tief warst du denn? Ziemlich. So. Moderate Threat. Okay. Aber hier willst du wohl nicht gewesen sein. Moderater Threat. Ich muss auf jeden Fall auch diese Folge heller stellen, obwohl ich auch selber nichts sehe. Oh, ho, 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 ho. Hm? Da ist ein See, der ist nochmal ungefähr doppelt so groß wie der, den ich vorhin hatte. Eine Fackel mehr. Oh, das ging schnell. So. Ich will mal kurz was nachgucken. Ah ja, okay. Und runter. Doch nicht. Hat mich getäuscht. Du redest gar nicht so viel. Ja, ich mache ja die ganze Zeit das Gleiche. Ich ärgere mich auch gerade ein bisschen. Du hast nichts Interessantes dazu zu sagen. Das war sonst auch kein Hindernis für mich, aber... nichts zu sagen. Ja. Hoppala. Denke, ich sollte auch bald mal irgendwie an die Oberfläche kommen. Erkundest du schon den Planeten oder bist du auf dem Raumschiff am... Ich erkunde einen anderen Planeten. Was? Du bist von dem Mond runter? Ja, ich habe gelesen, dass man... Alter, die ist ja cool. Dass man in einem... in einem anderen Planeten, also auf anderen Planetentypen, Titanium finden kann. Da dachte ich mir, dann wäre das ja gar nicht so blöd, da einfach mal hinzulaufen. Aber das war blöd. Das ist richtig. Widerstrebt mir ein bisschen, weil ich ja gerne den Planeten erst umrundet habe. Alter, was? Matt auch? Krass. Aber so ein Mond ist wahrscheinlich auch mehr dafür da, dass man unten mal sieht. Ja, wahrscheinlich wohl. Also ich mache auch nichts anderes, als mich hier einfach durch die Gegend zu buddeln, was halt auch semi-spektakulär ist. Ne, ich habe auch genug. Ich sollte auch mal... Oder wie viel habe ich? Ich habe fast 3 Stacks voll. Ja, gut, ich glaube, das reicht. Glaube ich auch. Stelle ich mich jetzt hier auf den Stachel und warte, bis ich bei dir bin. Ich gehe noch ganz kurz nach rechts. So, der nächste Stachel tötet mich. Mal gucken, wann er kommt.
Na, was bist du denn für Zeug? Ich habe alter Titanium gefunden. Echt? Und ich weiß, wie man Robotic Crafting Table baut. Ja, aber 4 Stück nur. Okay. Dann hast du automatisch gelernt, beim Titanium ansammeln. Ja. Sehr praktisch. Das ist es allemal. Ach, da ist auch noch was. So. Was? Der hat's geschafft. Okay. Ich bin tot. Endlich. 30% Pixel verloren, stimmt hier. Oh, eine. Ach, Silber. Ja. Hast du denn eine Markierung gesetzt auf deinem Planeten? Nein. Ich buddel mich aber ja auch nach unten. Boah, ich habe fast nichts im Inventar. Und das, obwohl wir den Planeten bereist haben. Das haben wir falsch gemacht. So. Bam, voll. Ach, ich kann hier sogar schon was lagern wieder. Oh ja, ich hatte 3 Stacks voll. Gut. Wenn ich da jetzt drauf suche, ist das weg. Nee, Glück gehabt. Ich habe das andere da unten schon reingelegt und ich hatte dann nochmal auf Tanken gedrückt und dann, ich fürchte, dass es vielleicht trotzdem weg ist, obwohl der Tank voll ist, aber den war nichts. Ah, okay, das habe ich vorhin gedacht, also das habe ich, bin ich so umgangen, indem ich so lange aufgeteilt habe, bis ich die richtige Anzahl an von dem Zeug zu liegen hatte. So, noch mehr Titanium, Mensch. Oh. Jolt. Titanium. Das ist ja echt witzig. Was hast du wieder gefunden? Sag's ruhig. Ich hab's dir aufs Schiff gelegt. Kannst du beim nächsten Mal gucken. Du hast dich echt einfach straight runtergebuddelt hier. Ja. Oh, Sandsturm. Ich muss mein Beduinenzeug wieder anziehen. Aber habe ich keine Fackeln. Ich habe noch Kohle oder Sticks oder sowas. So. Achso, du bist nicht mehr auf dem Schiff. Ach, ich hatte noch 24 da oben. Ach nein, das ist was Falsches. Ja, 9, super. Das ist ja, das kommt ja so. Mann, das kommt ja so oft vor. Ja, für Blumen. Kaputt schießen. Hat der jetzt eigentlich ein höheres Level auf der Planet? Nee. Aber er ist moderat. Gibt's diese Level überhaupt noch? Nö. Also auf jeden Fall nicht, dass ich es gesehen hätte. Ah, vorbei. Gut, dann nehmen wir das Gold hier noch mit. Das brauchst du ja auch noch. Oh. Jawohl, so, das sind die Belege, die wir brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück auf einmal, meine Güte. Ups, nicht stark.
So. Und noch ein bisschen Gold. Ach ja, und wir zelten. So, was ist das? Silber, ne? Finde ich gut, dass du das alles für uns einsammelst. Das nehmen wir doch mit. Was? Finde ich gut, dass du das alles für uns einsammelst. Ja, alles für uns. Ich finde es gut, dass wir nicht mehr ertrinken können. Das können wir, warum nicht? Weil wir auch nicht mehr... Weil wir nicht ersticken. Ah ja, stimmt. So, was haben wir hier noch? Irgendwas Interessantes drin? Ja, dann brauchst du ja nicht mal deine Spezialfähigkeit. Die Gegner ruckeln. Okay, das nehmen wir dann noch alles mal einfach mit. Gefangen. Hallo? Mit was? Ein dicker Baum. Was? Du hast gerade irgendwie mitgerufen, oder? Das nehmen wir nochmal mit. Achso. Irgendwie, ein sehr seltsamer Baum. Hat sich die Einstellung bei TeamSpeak verändert. Was für eine Einstellung? Die Einstellung bei TeamSpeak hat sich verändert. Irgendwie rede ich nicht mehr. Also. So wie bei dir vorhin. Okay. Nichts gemacht und doch alles anders. Ich sehe hier sehr lustige dicke Bäume. Dick. Ich kann Thorny Needler und Thorn Juice und ich habe so einen komischen Kaktus gefunden. Dornfrucht, ich weiß nicht. Okay, da ist noch. So, wie weit bin ich jetzt? Nein, immer nicht. Hier ist noch ein bisschen Gold in der Erde. Cool. Und 20 Titanium-Ohre. Wow. Alter, ernsthaft. Oh. Die sind nicht mehr ganz so harmlos. Die stecken einiges ein. Ja. Tot. Geh schon. Danke. Man könnte jetzt auch mal. Oh. üben mit Schildern zu kämpfen oder so. Stimmt, ja. Zwei liegen im Raumschiff. Ja, ich habe auch gerade wieder eins gefunden. Da kommt ein Typ mit einem Lichtschwert auf mich zu. Alter, was? So ein Bandit jedenfalls mit einem Doppellichtschwert. Aber ich konnte ihn ja schießen. Oh, der hat auch zwei Freunde. Einer ist irgendwie in der Erde eingebuddelt. Ah, jetzt kommt er raus. So. Oh, eine Truhe. One-handed. Was mache ich denn hier? Ah. Dann ist da oben noch Platinum. Oh, diese blöden Stacheln. Echt. Oh Mann, da ist ja alles voll Platinum. Okay. Da. Da? Was ist so? Bin endlich besiegt. Aus dem Banditenkopf wie du. Ah. Ich habe die rote Cappy aufgesetzt. Ich habe ja noch, habe ich ja natürlich die Space Kram Craft an da. Aber ja, so gut befällt mir die ja nicht.
Du darfst dich übrigens nicht bewegen, ne? Warum nicht? Weil genau, du warst genau unter mir, als ich auf dem Planeten bin. Das heißt, du bist die Markierung. Ich hab nämlich wieder vergessen einzusetzen. Ah, wir sind so Helden, das ist unglaublich. Aber echt. Ach, das ist Silber. Wieso ist das denn schon wieder Silber? Habe ich eben auch nur Silber eingesammelt? Nee, ja, vielleicht. Oh! Eine Toxic. Das ist doch nichts. Ach, das ist eine Truhe. Eine Truhe. Hier war sonst Gift. Alter! Wow, was? Krass! Ich habe Diamanten. Echt? Aber nur einen. Ja. Aber immerhin. Und ein neues Schwert. Auch wenn ich das alte bekommen habe von einem Gegner, der dich getötet hat. Das muss jetzt sein. So, das Gold hier oben, das ist auf jeden Fall unsers. Wir haben schon wieder fast kein Leben, meine Güte. Kann man die werfen? Wen? Die kann man essen. Ah. Hab so Früchte, die aussehen wie Haftbomben oder wie Minen. Oh, ich habe auch einen Diamant. Echt? Ja. Dann schaffen wir die Quest. Ja. Jedenfalls einer von uns. Nee, alle beide doch. Ein Diamant reichte? Ja, ein Diamant reicht. Ach, cool. Ich habe gerade Hunger angezeigt bei mir oben. Was? Nee, Hunger durchgestrichen. Ich habe keinen Hunger mehr. Oder ich darf es nicht essen. Oh, das war doch. Oder der zeigt mir nur an, dass es nichts bringt. Nee, oh. Kein Hunger und jetzt geht das nach oben. Kein. Ich kann gerade nichts essen. Ich probiere es nochmal. Ich esse mal weiter. Nee, geht nicht. Bin gesättigt. Man kann zwar wohl keinen Hunger haben, aber trotzdem satt werden. Sehr gut. Ich hab gerade so einen Speedboost bekommen. Ich werde diese Tonspur extrahieren und bei mir einfügen, wenn ich vorspule bei Minecraft. Hey, ich habe gerade eine Truhe gesehen. Hat sich die Welt irgendwie aufgebaut, dann war die weg. Bin ich blind oder blöd? Hier war doch eine Truhe, oder? Was habe ich denn gerade gesehen? Na, kann ich ja gucken, welche Tonspur raushole bei dir. So, E. Ja. Es ist sehr anstrengend, an Titanium ranzukommen. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja. Weißt du schätzen, was du für uns tust. Weißt, ich reinige dafür gerade die Banditennester hier. Ja, ein voll realistisches Scharfschützenduell gerade. Wir stehen ungefähr 4-5 Mann Länge auseinander und schießen beide mit riesenlangen Gewehren. Und ich hüpfe einfach die ganze Zeit hoch und runter, damit er mich nicht trifft. Und er ist tot. Was? Da steht doch jetzt, da stand doch Leid. Wieso? Wo ist denn das? Achso. So, bist du böse? Nein, damit du und du auch. Alter, hier unten ist die Schwerkraft eine etwas andere. Und hier gibt es ein bisschen viel Gold. Also nicht viel, aber ein bisschen. Ups. Oh. Wie stark leckt der Server bei dir? Schon nicht schlecht.
Ein bisschen vorteilhaft in einigen Kampfsituationen. Ja. Ja, wir haben schon mal erwähnt in einer der letzten Folgen, wenn die stabile Version raus ist, dann lässt sie auch besser wieder aussehen, wenn es auf normalen Server läuft. Was passiert denn hier nochmal, wenn man da drauf drückt? Ah, vergiftet. Nee, geheilt. Genau, also wir sind jetzt auf so einem ganz, ganz kleinen, also tatsächlich so einem Würfelding. Und der ist halt eigentlich nicht dafür ausgelegt, da so einen Spielserver drauf zu haben. Aber dafür geht's ganz gut. Ja, finde ich auch. Also halt manchmal nicht, so jetzt gerade nicht, aber so grundsätzlich ist es schon. Also besser, als wenn wir es gar nicht spielen könnten, muss man halt auch sagen, ne? Das ist richtig. Dann könnte jeder nur lokal spielen und dann kann man das nicht zusammenspielen. Ja, genau, außer irgendeiner macht dann noch so einen bei sich lokalen Server auf und das ist natürlich auch jetzt nicht so prickelnd von der Performance. Wobei, ich könnte ja auch das Icon, was da oben links von dir ist, einfach bei mir einblenden und wir laufen ja eh irgendwie getrennt rum. Vielleicht wird das auch gar nicht auffallen. Das machst du doch schon die ganze Zeit. Oh, Pikachu. Pika, Pika. Was ist das? Das ist nix, okay. So, endlich. Darauf habe ich gewartet. Ah, du bist rechts von mir. Ah, du bist links von mir. Und Zufall. Ich kämpfe jetzt hier nicht mehr gegen Janten. Ich bau das doch schneller ab. Bau die Welt doch schneller auf. Okay, Gold. Ich hätte jetzt gern so eine richtig fette Titanium-Ader. Oh. Zwei kleine nehme ich auch. Achso, ich schaue nochmal schnell auf die Kontrolluhr, die immer wieder ausgeht und sage, ach du Schreck. Doppelfolge ohne Kiste. Ja, nee. Da können wir besser jetzt sagen, wenn es gut ist, macht man mal ein Stöppchen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hier habe ich jetzt auch gerade das letzte Flözchen abgebaut, von daher. Und ich habe gerade das perfekte Item gefunden. Was? Für mich, oder was? Ich gebe es dir, wenn wir uns treffen. Alles klar. Das wird dann ja vielleicht mal in der nächsten Folge wieder der Fall sein. Ja, ich glaube schon. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.